Also, wir hatten ja gesehen, dass die Feldlinien an Grenzflächen gebrochen werden. Ja? Werden an Grenzflächen gebrochen. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass die Normalkomponente des D-Feldes bleibt an einer Grenzfläche stetig. Die Normalkomponente bleibt an so einer Grenzfläche stetig, ja. Und die Tangentialkomponente des E-Feldes bleibt ebenfalls an so einer Grenzfläche stetig. Also das D-Feld und das E-Feld verhalten sich unterschiedlich, wenn sie auf eine Grenzfläche stoßen. Ja. Bei dem D-Feld ist es die Normalkomponente, die stetig bleibt. Bei dem E-Feld ist es die Tangentialkomponente, die stetig bleibt. Die jeweils andere Komponente an der Grenzfläche, ja, die ändert sich sprunghaft. Ja. Nochmal zur Definition von der Normal- und von der Tangentialkomponente. Wenn wir hier so eine Grenzfläche haben, dann haben wir meinetwegen irgendwelche Vektoren, die hier auf die Grenzfläche zeigen. Ja. Und dann können wir das zerlegen in die Normalkomponente und in die Tangentialkomponente. Dazu legen wir halt in den Punkt, wo wir das betrachten, die Tangente irgendwie an diese Grenzfläche. So, das ist also unsere Tangente. Und dann können wir jeden Vektor, den können wir zerlegen in eine Normalkomponente und eine Senkrechtkomponente, ja? Und eine Tangentialkomponente. Die Normalkomponente, die steht also hier so senkrecht drauf, ja, die heißt normal zu der Grenzfläche, wie der flächennormalen Vektor ja auch. Und die Tangentialkomponente, die liegt praktisch in dieser Tangente hier. Das wäre für diesen Fall dieser Vektor, ja, sodass praktisch die beiden gestrichelten Vektoren addiert genau den Originalvektor wieder ergeben. Ne? Und dann kann man halt sagen, die Normalkomponenten und die Tangentialkomponenten vom D- und E-Feld, die kann man dann untersuchen. Und dann stellt man halt fest, dass die Tangentialkomponenten des E-Felds erhalten sind. Also das ist die Tangentialkomponente und das hier ist die Normalkomponente. Ja, und das ist halt wichtig, ja, für diese Grenzflächen, dass verschiedene Komponenten der beiden Feldstärke oder der beiden Feldvektoren D und E, dass die sich halt verschieden hier an diesen Grenzflächen verhalten. Dann gibt es halt noch Winkel, die man angeben kann. Dann hat man beispielsweise hier den Winkel Alpha 2. Wenn man das hier verlängert, kriegen wir hier Alpha 1. Und wenn wir hier Epsilon 1 und Epsilon 2 angeben, dann gibt es noch das Brechungsgesetz, Tangens Alpha 1 durch Tangens Alpha 2 ist Epsilon 1 durch Epsilon 2. Ja, das war das Brechungsgesetz. Ja, das waren also diese Grenzflächen und jetzt wollen wir vielleicht mal über Anwendungen in diesen Grenzflächen, von diesen Grenzflächen reden, die häufig auftreten und die auch für Sensorikanwendungen genutzt werden können. Ja. Da gibt es einmal die Querschichtung und einmal die Längsschichtung. Ja. Und zwar können wir zwei Fälle unterscheiden. Es gibt einmal die Querschichtung. Da ist die Materialgrenze, die ist senkrecht zu den Feldlinien. Und bei der Längsschichtung ist die Materialgrenze parallel zu den Feldlinien. Linien von D-Feld und von E-Feld. Wenn wir die Querschichtung betrachten wollen, na, dann können wir hier so einen Plattenkondensator einzeichnen. Das ist unser Plattenkondensator. Der Plattenkondensator, der hat auf der einen Platte die Ladung Q, auf der anderen Platte die Ladung minus Q und die Grenzfläche ist jetzt so, dass sie senkrecht zu den Feldlinien steht. Das heißt, das ist die Grenzfläche. Und die Feldlinien, die wir haben, stehen also senkrecht drauf. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, das E-Feld und das D-Feld zu untersuchen. Wir sagen, hier haben wir Epsilon 1, hier haben wir Epsilon 2.
und wir wollen hier das E-Feld untersuchen und wir sagen Epsilon 1 sei kleiner als Epsilon 2. Bei dem E-Feld ist es ja so, dass die Tangentialkomponente an der Grenzfläche erhalten ist, ja, und dass sich die Normalkomponente entsprechend ändert, ja, wie jetzt diese Epsilons zueinander in Relation stehen. Ja. Also wenn Epsilon 1 klein ist, dann haben wir relativ wenig elektrische Feldlinien, elektrische Feldstärkevektoren. Das Feld ist nicht so stark. Also zum Beispiel hier eine Feldlinie, noch was. Okay, das ist das Feld, das E-Feld auf der Seite, wo ich die Elektrizitätskonstante habe, und dort, wo ich die große Elektrizitätskonstante habe, wird das Feld doppelt so stark. Ja? Also kriege ich doppelt so viele Feldlinien. So, das sind die Verhältnisse bei der Querschichtung für das E-Feld. Wenn ich jetzt das D-Feld untersuche, dann weiß ich ja, dass die Normalkomponenten erhalten sind. Ja? Und das bedeutet, dass die Zahl der Feldlinien in Epsilon 1 gleich der Zahl der Feldlinien in Epsilon 2 ist. Ja? Also sieht das dann so aus. Ich habe hier wieder meine Grenze. Ja? Dann habe ich hier wieder Epsilon 1, hier habe ich Epsilon 2 und jetzt möchte ich das D-Feld hier einzeichnen. Und dieses D-Feld sieht halt folgendermaßen aus, und da die normalen Komponenten die einzigen Komponenten sind, die das D-Feld hat, es hat keine Tangentialkomponenten, genauso wenig wie das E-Feld, das hat ja auch keine Tangentialkomponenten, das nur Normalkomponenten, dann setzt sich hier in diesem Fall das Feld einfach ungestört fort. Es sieht gar nicht die Grenzfläche. Ja, also bei dem D-Feld ändert sich an der Grenzfläche nichts bei der Querschichtung. Bei dem E-Feld verdoppelt sich die Feldstärke dort, wo die elektrische Konstante doppelt so groß war. Ja, so kann man das also sehen. Also das E-Feld wird an einer quergeschichteten Grenzfläche verändert. Ja. Das D-Feld, das sieht eine quergeschichtete Grenzfläche gar nicht. Ja? Okay? Also Längs- und Querschichtung sind immer Grenzflächen, die jetzt so liegen, dass sie bei dem Plattenkondensator praktisch parallel, planparallel zu den Elektroden liegen. Ja? Das wäre also jetzt hier die Querschichtung. Ja? Der nächste Fall ist die Längsschichtung. Bei der Längsschichtung sieht das auch wieder ganz ähnlich aus. Wir haben diese Kondensatorplatten wieder einzuzeichnen. 1, 2, 1, 2. Und jetzt liegt aber unsere Grenzfläche nicht senkrecht zu den Feldlinien, sondern sie liegt parallel zu den Feldlinien. Und wenn wir hier die Q und Minus Q einzeichnen, dann gehen ja die Feldlinien von der positiven Elektrode zur negativen Elektrode und sie treten senkrecht aus. Ja. Also ist jetzt unsere Grenzfläche so einzuzeichnen, dass sie parallel zu den Feldlinien liegt, also liegt unsere Grenzfläche jetzt meinetwegen so. Ja. Okay, das ist jetzt unsere Grenzfläche. Und dann können wir hier oben Epsilon 1 eintragen und hier unten Epsilon 2, Epsilon 1, Epsilon 2, und dann können wir das E-Feld untersuchen. Was wird beim E-Feld passieren? Das E-Feld sieht meinetwegen in dem Material, was die geringere Elektrizitätskonstante hat, folgendermaßen aus. Die Tangentialkomponente ist ja die Komponente, die an der Grenzfläche in der Tangente liegt. Ja? Wenn die Grenzfläche eine gerade Schnittlinie hat, also eine Platte ist, eine ebene plane Platte, ja, oder eine ebene plane Fläche, dann liegen die Tangentenvektoren in dieser Fläche. Ja? Okay.
Und damit sind Feldlinien, die in dieser Fläche verlaufen, ja, die haben nur eine Tangentialkomponente. Ja, oder auch Feldlinien, die in irgendeinem Abstand von dieser Grenzfläche parallel zur Grenzfläche verlaufen, haben immer nur eine Tangentialkomponente. Die haben keine Normalkomponente. Dazu müssten sie ja irgendeinen Anteil haben, der durch diese Grenzfläche hindurchgeht. Und das haben die Feldlinien hier nicht. Ja, die gehen praktisch immer parallel zur Grenzfläche, und wenn sie die Grenzfläche erreichen, liegen sie in der Grenzfläche. Ja. Und das bedeutet, sie werden nicht verändert, weil sie nur Tangentialkomponenten haben. Der Begriff Normal- und Tangentialaufteilung, der bezieht sich immer auf die Orientierung der Grenzfläche. Ja? Und wenn ich halt nur Tangentialkomponenten habe, ändert sich das E-Feld nicht. Ja? Das D-Feld natürlich schon. Und das ist dort stärker, wo die dielektrische Konstante kleiner ist. Ja? Also sieht es dann so aus. Und wir haben wieder Epsilon 1 ist kleiner als Epsilon 2. Also hier gilt jetzt E Tangential 1 gleich E Tangential 2. Und hier gilt dN1 gleich D2N. Also hier sind die Normalkomponenten des D-Feldes, ja, relevant. Und die sind hier erhalten und hier sind die Tangentialkomponenten erhalten, weil ich halt eine Längsschichtung habe.